Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4. Wir haben gerade Rain und Bird und Punty und Pota erstellt und wir ziehen jetzt mal in ein Häuschen und schauen wir mal, in welches Häuschen wir ziehen können. Ich glaube, wir können nur hier irgendwo hinziehen. Zum Fettnapf, Strand, Sonne und Meer, Agavenhaus oder, ach, da wohnt schon der Schwarztyp. Ich habe übrigens noch keine Nachbarschaft erstellt oder so. Wenn ich mal Zeit habe zwischendurch, werde ich das mal tun. Mit ein paar bekannten Gesichtern, vielleicht mit dem gelben krummen Obst, mit der Kyra, mit der Laura, mit anderen Leuten, die wir noch so aus unserem Let's Player-Tum kennen. 20x15, 30x20, natürlich direkt viel größer, kostet 4000 mehr. Das ist 20x15. Ich würde sagen, wir nehmen den Fettnapf. Wie viel Geld haben wir? Wir haben 22.000. Oder wir nehmen das und bauen ein bisschen an. Aber 20x15 und 30x20. Ja komm, wir nehmen den Fettnapf. Möbliert bitte. Dann kaufen wir das Haus. Und wir skulptieren die Gesichtsgeometrie. Die Ladezeiten sind unglaublich kurz im Gegensatz zu Sims 3. Das finde ich sehr, sehr toll. Yay, zum Fettnapf. Es ist gerade Pause, wunderbar. Wenn dir die Standardsteuerung nicht zusagt, kannst du mit Steuerung Shift Tab zu einer anderen Einstellung wechseln, die in 3 vertraut sein dürfte. Okay. Es ist nämlich jetzt, glaube ich, anders. Obwohl, warte, stopp! Blende die Wände im Hand ein, nehmen Wände hochbutton. Ich hätte die gerne so. Genau, Kamera fokussieren. Das Interface sieht deutlich anders aus als noch in Sims 3. Deutlich aufgeräumter auch, finde ich. Und das ist ja ganz, ganz schön so eigentlich. So, ja, Kameraverfolgung, bla bla. Indem du rechts, also wie in Sims 3, wenn ich rechts draufklicke, fährt die Kamera mit ihm mit. Und wir sehen jetzt hier die Aktivitäten. Als nächstes wird er den Sportkanal schauen, dann wird er auf Toilette gehen und dann wird er den Kanal wechseln. Das ist der Plan von Partybutter, der sich gerade okay fühlt. Ein Sim, der okay ist, fühlt sich allgemein wohl in seiner Haut. Probiere ein paar Dinge aus und warte ab, was geschieht. Ja, Tipps, das weiß ich schon. So, was sagt Rainbird? Rainbird geht's auch okay. Was will er machen? Er will der Herr der Schaukeln lesen. Lord of the Swings, also eine kleine Parodie auf Lord of the Rings. Da musste ich gerade nochmal husten, entschuldigt. So, dann machen wir nochmal Play und schauen uns mal hier ein bisschen um in unserem Häuschen. Ja, wie kann ich... Achso, mit der mittleren Maustaste kann ich jetzt hier... So, er geht erstmal direkt auf Klo, das ist gut. So, wo haben wir denn hier? Hier haben wir die Bedürfnisse. Die sind jetzt nicht mehr standardmäßig eingeblendet, sondern sind jetzt hier so. Wir müssen aber erstmal dringend in den Kaufmodus. Was ist der? Ist der Kaufmodus auch der Baumodus? Baugrundlagen. Scheinbar ist der Kaufmodus auch der Baumodus. Baumodus. Wände, Treppen, Tapeten oder Fundamente. Okay. Objekte nach Zimmer. Ja, ich würde nämlich gerne mal dieses Bett verkaufen. Weil wir brauchen ja... Oh, da wird... Entschuldigung, Rainbird, du saßt gerade da und hast dein schönes Buch gelesen, ne? Aber, tja, das ging jetzt nicht anders. Wir müssen... Warum ist die Kommode denn jetzt schon so verranzt? Was ist das denn? Die hätten so wenigstens mal lackieren können, hier die Vormieter. Wie scheiße sieht das denn aus? Eine sehr kleine Küche, ein sehr kleines Bad. Ein okayes Wohnzimmer mit dem geilsten Fernseher ever. Oh mein Gott. Das geht doch nicht. Wir haben gar keinen Computer. Das ist natürlich auch scheiße. Wir haben noch 5000 Simoleons. Wir brauchen aber erstmal die wichtigen Sachen. Wir brauchen erstmal ein Bett. So, Objekte nach Zimmer. Ja, Mann, geh weg. Geh weg. Ja, das muss ich alles anklicken hier. So, ja, ich möchte nicht suchen. Danke. So, ja, schön, danke. Haushaltsinventar. Ich würde jetzt gerne mal Objekte nach Zimmer, Schlafzimmer. Wir nehmen ein Bett und wir brauchen 2 Einzelbetten, weil in einem Doppelbett schlafen wir nicht. Dann nehmen wir aber die günstig reduzierte Liege, Kobolde ab, während das Bett für unser Bestes. Oder Einzelbett-Teenie-Träumen. Dieses schmale Bett lädt zum Träumen ein. Von einem größeren Bett. Schlummerwohl Einzelbett. Energie 4, Stress gemildert 1, Unbehagen gemildert 1. Oder ist unwohl, unbequem für Erwachsene. Okay.
Also es müsste dann schon dieses sein hier. Und davon dann gleich zwei. Muss man die Lampe gerade mal woanders hinstellen. So, mit rechts kann ich es drehen. So, dann schlägt einer hier. Irgendwann werden wir auch zwei verschiedene Zimmer haben. Da glaube ich ganz fest dran. Die Lampe ist noch im Weg. So, dann schläft der Rainbird da und der Pantiputa hier. Die Lampe können wir dann mal eigentlich ganz gut hier so in die Mitte stellen. Steht die da gut? Nee, nicht ganz. Ja, ist okay. Geh weg. Mann. Ja, ist schön. Ich möchte gar kein Zimmer bauen. Geh weg, Tipp. Ich wollte eigentlich hier die Lampe einigermaßen schön hinstellen. So. Steht die einigermaßen in der Mitte. Und wir müssen jetzt mal schauen. Das ist cool. Da haben wir so einen Bartresen hier. Das ist ganz cool gemacht. Oh, eine fette Eingangstür. So eine Doppeltür. Alter Schalter. Ist ja schon krass. So, aber dann schauen wir noch mal. Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Nee. Büro. Da ist der Rechner. Dann brauchen wir nochmal einen Schreibtisch. Aber nimm mal so ein aufpoliertes Pult, würde ich sagen. Das machen wir hier in die Ecke. Huch, hier in die Ecke. An die Steuerung muss man sich erst noch gewöhnen. Das ist dann doch ein bisschen anders als bei Sims 3. Hier so in die Ecke. Dann muss das Sofa aber mal ein Stück rüber. Würde ich sagen, dann nehmen wir hier alles mal hier so ein Stück rüber. Wir nehmen einen schönen Bürostuhl. Schreibtischstuhl, der Boss. Auf jeden Fall, der kommt da hin. So, und jetzt brauchen wir noch einen Computer. Schalte Level 9 des Berufstags Gamer der Technikguru-Karriere frei. Geil, Top-Secret-Computer. Also es gibt auch Belohnungen, wenn man in Beruf weit fortschreitet. Das ist ja richtig geil. Steinzeitprozessor. Das Stablet, respektabler Mittelklasse-PC. Oder wir nehmen den Slow-Motion-PC. Zuverlässigkeit 3, der hat auch Zuverlässigkeit 3, bisschen mehr Spaß. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier den Uralt, das Uralt-Ding da. Mehr können wir uns einfach gerade nicht leisten. So, ach, da ist das Buch, was er eben, das kann man mal da drauflegen, was er eben lesen wollte. Okay, schauen wir mal, wir können noch Fensterbehänge, das ist auch, glaube ich, neu. Das war mir in Sims 3 zumindest nicht bewusst, dass es sowas gibt. Wir können jetzt hier so schöne Vorhänge vor die Fenster machen. Aber da wollen wir natürlich schöne haben. Einfältiges Rollo. Ja. Sagt er, wir wollen schöne haben und baut so ein Rollo dahin. Na klar. Okay, die Küche hat so kleine Fenster. Hier haben wir eine schöne Fensterfront. Man kann die jetzt auch, wenn ich das mal zeigen kann. Fenster. Nehmen wir mal ein Fenster. Man kann das jetzt auch in der Höhe platzieren hier. Also früher war das ja bei Sims so, dass man die immer nur in einer Höhe platzieren konnte. Jetzt kann man die auch variieren in der Höhe. Finde ich sehr schön. So. Musikanlage und so haben wir natürlich noch keine. Ja, es gibt auch schon fertig gestaltete Zimmer. Eine kulinarische Grenze. Kostet 8.000, das kann man kaufen. Man kann aber auch hier einzelne Dinge rausnehmen, was ich sehr geil finde. Man kann sich das also nach und nach auch selber zusammenbauen, wenn man das denn möchte. Das ist ganz cool. So, dann gehen wir mal wieder in den Live-Modus. Ja, Aktionswarteschlange. Mir doch egal. So, Rainbird. Ihr könntet ja eigentlich mal miteinander reden. Über Interessen reden. Die Sims sind jetzt auch multitaskingfähig. Das heißt, sie können nebenbei fernsehen und sich unterhalten, was ganz cool ist. Also mein Interesse ist ja Geld, weißt du? Ich stehe voll auf Geld. Ja, ich mag Baseball, Alter. Baseball ist geil. Ja, aber Handy. Weißt du, ich habe Baseballspiel am Handy. Da kann man das auch lernen. Ja, kann man da auch denn irgendwie so ins Museum gehen? Die Venus von Milo, die hat ja echt schon geile Hupen, die würde ich gerne mal anfassen. Ja, da habe ich mal ein Buch drüber gelesen und zwar hat die keine Arme, habe ich da gelesen. Das ist natürlich doof. Ja, ich glaube, die sind von einem Panzer abgeschossen worden im Zweiten Weltkrieg. Da war die nämlich an der Front, weißt du? Und deshalb hat die keine Arme mehr.
Aber um auf Baseball, ich würde jetzt gerne Baseball spielen. Hast du schon unsere neuen Betten gesehen? Das sind zwei Einzelbetten nebeneinander. Wir schlafen zusammen, aber doch nicht zusammen. Ich würde jetzt gern so eine Hühnerkeule essen, weißt du? Warum ist er grün? Ach, weil er aktiv ist. Okay. Oh, Lamas sind voll die coolen Tiere, weißt du? Die waren auch im Zweiten Weltkrieg dabei. Die sind vorne an der Front geritten. Und haben der Venus von mir... Auch im Regen? Sind die auch im Regen geritten eigentlich, sag mal? Weil da wird das Fell ja ganz nass und das stinkt dann immer so. Man sagt, das stinkt wie nasser Leder. Wir brauchen ein CD-Abspielgerät. Multitasking. Ja, Multitasking, ich weiß. Habe ich gerade von erzählt, von Multitasking. Selbstständigkeit, ja. Sims sind selbstständig. Mit Gefühlen spielen. Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben, die ihr Leben in kleinen, aber auch im großen Stil verändern. Dein Sim wird nun inspiriert sein, damit du siehst, wie die Gefühle funktionieren. Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig. Inspiriert, okay. Wegen Tutorial. Dieser Sim verspürt einen plötzlichen Inspirationsschub. Okay. Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert, damit er inspiriert wird. Ah, mit diesem Gefühl können deine Sims besser kreativen Tätigkeiten nachgehen. Aber kreativ ist Rainbird ja gar nicht. Fahre über das Gefühl, das habe ich gerade schon getan. Laune. Ja, ist inspiriert, das ist die Laune. Kochen, dein Sim ist inspiriert und möchte kochen. Ah, hier haben wir die Wünsche. Ich möchte eine Gruppenmahlzeit zubereiten, das ist eine gute Idee. Das kann Rainbird mal machen. Er kann mal kochen. Und zwar, was kann er denn kochen? Ohne frische Zutaten. Wir haben nämlich keine frische Zutaten da. Was heißt das da? Ist das im Preis gefallen, oder was? Wir machen mal einen Grillkäse. Familiengröße, Partygröße. Familiengröße. So, dann geht er jetzt gleich kochen. Und was ist mit ihm? Er ist glücklich. Oh, ist ein angenehmes Gespräch, was sie gerade führen. Das ist ja sehr schön. Dann kann Panty in der Zeit ja eigentlich mal Spiel spielen. Sims Forever spielen. Ja, ich weiß. Kann ich jetzt eigentlich auch die... Das kann ich abbrechen, okay? Damit da kochen geht. Er möchte nämlich unglaublich gerne kochen. Ich trinke mal gerade ein Stück Kaffee. So. Pantibota, die hat ja eigentlich gesagt, du solltest... Genau. Er geht jetzt Computerspiele spielen. Er hat die Fähigkeit kochen. Den kann man weg. Mit seinen neuen Kochfähigkeiten kann Rain jetzt köstliche, schnörkellose Klassiker zubereiten. Lecker. Je höher der Fertigkeitenlevel, desto mehr Rezepte werden freigeschaltet. Yay. Lektion. Geek. Panty ist ein Geek. Diese Sims müssen Spiele spielen und sind wegen ihres angeborenen Wissens gut im Aufspüren seltsamer Sammelobjekte in der Spielwelt. Und Panty hat die Videospielfähigkeit erworben. Panty kann seine Computerfähigkeit an Computern, Tablets, Motion Gaming Ausrüstung und sogar am Telefon weiter verbessern. Am Telefon? Weil Handy oder was? Er möchte jemanden umarmen. Ah, oh, kannst gleich mal hier. Romantik? Nein. Freundlich? Tag verschönern? Ich dachte, du sollst. Wie geht denn umarmen? Ja, Rainbird, was machst du jetzt? Er möchte jetzt gerne Instrument spielen, ja, das passt nicht. Irgendein Level der Sympedia durchsuchen. Ach, die unterhalten sich gerade schon wieder. Das ist ja auch sehr schön. Wir müssen doch irgendwie mal einen Job finden. Das mit dem Multitasking finde ich cool. Er spielt jetzt und gleichzeitig unterhalten die sich. Das ist echt praktisch. So, du musst ja aber mal auch einen Job suchen, guter Mann. Guter Pantibota. Was spielt er denn da? Was ist denn Sims Forever? Ach, jetzt hört er gerade auf. Musketree. Karriere für Panty wählen. Verbrecher. Nicht jeder Sim will sich an die Regeln halten. Als Krimineller kannst du jede Menge Simoleons scheffeln und Spaß haben. Berufszweig Boss und Orakel. Leckermaul. Jeder kann zu Hause ein Essen oder ein Getränk zubereiten. Die Gastronomiekarriere ist ideal für alle, die einen Schritt weitergehen und Simoleons damit verdienen möchten. Berufszweig Koch und Mixer. Astronaut. Wer träumt nicht davon, ins Weltall zu reisen? Werde Astronaut und die Galaxie ist dein Spielplatz. Berufszweig Weltraumranger und interstellarer Schmuggler. Entertainer, du wolltest deinen Namen als Leuchtreklame sehen, seit du denken kannst. Vielleicht auch schon vorher. Folge der inneren Stimme und erlange Ruhm als professioneller Entertainer, indem du dein Publikum zum Lachen oder ihre Herzen mit deinen Melodien zum Schmelzen bringst. Berufszweig Musiker oder Komiker? Maler, erschaffe eine eigene Welt mit ein paar Pinselstrichen, sichere dir an hyperreellen oder abstrakten Meisterwerken unfassbarer Schönheit deinen Platz in der Kunstszene. Meister des realen und Kunstmäzen.
Technik-Guru, was soll ein Ausnahmetalent wie du auf der Uni? Die Möglichkeiten liegen auf der Straße und warten darauf, von dir aufgehoben zu werden. Und das wirst du mit deinem riesigen Gehirn ja wohl können. Hinbekommen. E-Sportler und Startup-Unternehmer, geil, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das müssen beide werden. Geheimagent. Führe als Geheimagent ein Leben im Schatten. Dringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Berufszweig, Diamantenagent und Schurke. Schriftsteller. Werde dafür bezahlt, dass du deine Gedanken in wunderschönen Worten und Sätzen zum Ausdruck bringst. Berufszweig, Autor und Journalist. Technikguru. Dann ist er erstmal ein Live-Chat-Berater, arbeitet von 10 bis 18 Uhr. Von Dienstag bis Samstag und verdient 31 Simoleons die Stunde. Aber das machen wir. Der kann sich gleich auch mal einen Job suchen. Fähigkeiten. Dann sind wir die Kochfähigkeit. Ja. Ja, Panti sitzt am Rechner. Das ist das Problem. Ne? Hier, Panti. Ah, er geht schon weg. Okay. Geht er denn jetzt noch? Ist das jetzt Jobsuchen, bitte? Jubs, Tombra. Jubs, Tombra. Karriere für Rain. Normalerweise würde ich jetzt auch sagen Technikguru oder wird Entertainer, aber Entertainer so als Einzelgänger ist, glaube ich, auch nicht so toll. Technikguru, was anderes Startup-Unternehmer. Ich würde sagen, dann sind die auch immer gleichzeitig weg und gleichzeitig nicht da. Gleichzeitig weg und gleichzeitig nicht da. Was natürlich irgendwie auch doof ist. Oder er wird Schriftsteller. Der Schriftstellerassistent. Arbeitet aber nur montags, mittwochs, freitags und sonntags. Ist auch cool, so einen über anderen Tag arbeiten. Ich wollte ja früher, unglaublich gerne Autor werden. Aber Technikguru wäre halt schon geil irgendwie. Ich möchte nicht nur, dass Panti das Geile wird. Entertainer, Musiker oder Komiker. Verdient aber auch verdammt wenig Geld. Maler auf gar keinen Fall. Technikguru. Na gut, dann damit wir nicht zwei gleiche Jobs haben, wird Rain Schriftsteller. Da kann er ja bestimmt schon mal was üben, indem er mal was schreibt. Und zwar erstmal schreiben übt. Wo geht er hin? Wo gehst du hin? Rainbird? Ach, Pantipa möchte über Staubsauger reden. Da setze ich mich ganz kurz hin und gehe dann wieder weg, weil er redet eh immer wieder über Baseball. Sag mal hier. Angenehmes Gespräch. Ein großartiges Gespräch hebt immer die Stimmung. Hochgefühle. Ein gut umsorgter Sim ist ein glücklicher Sim. Inspirationsschub. Angenehmes Gespräch. Gibt es denn eigentlich noch die Möglichkeit, kann Panti jetzt noch hier irgendwie dann rumbasteln oder so? Nee, das geht scheinbar nicht. Hat die Schreibfähigkeit erworben, wunderbar. Kann er denn vielleicht Telefon im Internet surfen, Spiel spielen? Genau, dann kann er ja am Handy mal ein Spiel spielen, damit er hier seine Videospielfähigkeiten weiter verbessert. Wer läuft da draußen rum? Wer bist du denn? Hallo? Zoe Patel. Hallo? Es ist sehr wüstig hier. Wir sind sehr in so einer Dürregehend gelandet. Wer steht denn hier vor unserem Haus rum? Was soll das denn? Dina Caliente und Travis Scott? Die stehen hier einfach vor unserem Haus und quatschen, oder was? Zirkuni Swarspa. Befete. Oh, weißt du, Baseball ist meine Liebe. Ey, geh mal weg da. Ja, ich mag ja ihr Auto, so besser als Autos. Ja, wollen wir nicht mal zusammen essen gehen? Käse, Schinken und Wein, das wäre voll schön. Du und ich, wir sind beide blond. Ja, aber dann möchte ich gerne mit dir über Atomphysik reden. Das mache ich immer beim Essen. Tschö. Okay, hat scheinbar nicht geklappt mit deren Date. Und da kommt ein Matrose. Eine Matrosin. Summer Holiday, geil. Wieso haben wir gerade 10 Simoleons bekommen? Das verstehe ich nicht.
Panti, was tust du? Achso. Oh, da fängt er wieder an zu reden. Ja, und da fängt er an zu reden. Und das war die zweite Folge Sims. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei den Sims 4. Macht's gut. Tschüsschen.